Frösche. Ich koche heute Abend was Schönes. Dann machen wir vier Freifrauen uns einen schönen Abend. Wie das mit Patty gehen soll? Ich mache ein Praktikum bei einem Spitzenkoch. Aber erst machst du die Schule zu Ende. Ich will aber nicht mehr in die Schule, ich will Köchin werden. Ich stelle mich nachher nicht in dieses Ding. Richtig schöner Frauenabend. Papa tot ist, läuft doch hier nichts mehr. War schon mal besser. Du gibst mir das Rezept für Papas Soße und ich gebe dir genug, damit deine Kinder eine anständige Ausbildung bekommen. Du bist doch meine Schwester! Los, Mama! Los, ab nach Hause! Die Ärztin, die will, dass ich in Kur gehe. Ich kann euch doch nicht allein lassen. Ich pass auf, die Kleinen sind ja auch nicht mehr so klein. Wer ist dafür, dass Mama die Kur macht? Ich hab euch lieb, meine Frösche. Lass dich auf! Wir machen uns jetzt erstmal was zu essen. Dauerfrage, wo ist Patty? Guck mal, wir suchen einen Betreiber fürs neue Stadion-Catering. Habt ihr etwa die großartige Idee, die Bude selber aufzumachen? Wir? Spinnst du? Aber die Mehrheit vom Vorstand ist nun einfach dafür, dass hier ein Wettbewerb stattfindet. Die Soße, die hast du doch. Ja, klar. Wir müssen tun etwas für die Gesamtsituation. Was für die Fritteuse? Muss ich noch reparieren. Ach, wird schon gehen. Ihr nicht lassen hängen Kopf, meine Güte. Ach, und Sie sind? Oma von Mädchen. Oma von Mädchen, ne? Ich am liebsten dir Bude hauen um die Ohren. Musst du aufpassen auf kleine Schwestern. Ich will den Wurstverkauf im Stadion gewinnen. Liefer du mir Papa Soße und machen wir halbe halbe. Da träumst du von. Bei uns ist alles super, alles prima, alles paletti, alles.